Nosotros científicos, la compañía nos envió. ¿Has tú gesagt? Dass wir Wissenschaftler der Bienengesellschaft sind. Verflucht, sagen Sie, dass wir hier nichts Unerlaubtes tun. Also, irgendwie schon, Mann. Máquinas pacientes. Señor, creo que ocurrió aquí. Hace unas semanas estábamos allá cuando hubo una tierra, una luz de fuego y hubo heridos. Er hat gesagt, dass die Männer vor ein paar Wochen in den Bienen gearbeitet haben, als die Erde angefangen hat, Feuer zu spucken. Es war schlimmer als Feuer, es war eher so wie Gift. Gift? Había radiación. Eso se llama entrada dentro, por favor. Aber da gehen wir doch nicht rein. Momentito. Muchas gracias. Aber wieder einer. Ich weiß es nicht genau. Auf den Fall scheint dieser Schacht gegangen darum zu sein. In dieser Richtung wird es eindeutig klarer. Der war richtig laut. Der war in der Nähe eingeschlagen, glaube ich. In der Nähe war er eingeschlagen. Mm-mm, der war nicht laut, das knallte dann richtig. Wir nehmen ein paar Dampf und Bestandsproben und machen, dass wir ihn ausstoffen. Das ist die beste Idee, von der ich heute gehört habe.
Merken die das nicht? Schulter, die was da unten geschehen ist. Jack und CJ kannten die Lesion genau wie wir alle. Aber ich bin für alle verantwortlich. Ich hätte es verhindern müssen. Aber das ist unser Job. Richtig. Kai ist jetzt oben und analysiert unsere Proben dort. Immerhin wissen wir jetzt endlich, wie sich der Magma-Fluss auf die Verwerfungslinien auswirkt. Also ist er nicht umsonst gestorben. Und sie trägt keine Schuld. Das haben wir. Zusammengefasst. So läuft das also. Letzte Woche hast du noch über Exodus gelacht.